Dritte und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es die wahrscheinlich von vielen schon lange erwarteten Neuerscheinungen für den Monat Dezember. Der erste Teil, diesmal hier, steht vor mir mein Laptop und mein Schwarzzettel. Im ersten Teil, den ich für euch habe, erscheinen 25 Bücher, die ich entdeckt habe. Und das ist nur der erste Teil. Und der erste Teil geht vom 1. bis zum 10. Dezember. Und ich fange an mit dem 1. Dezember. Hier erscheinen 5 Bücher, die sich sehr genial anhören teilweise. Das erste ist ein Buch, auf das ich mich schon so sehr freue. Nämlich ist dann das ein Buch aus einem bestimmten Verlag, den ich sehr mag. Ein Verlag für Horror und ja, Horror, Thriller und solche Sachen eben. Nämlich erscheint hier Cradle Lake von Ronald Melfi. Und Ronald Melfi habe ich. Von diesem Autor habe ich ein Buch hier, Passenger. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Muss ich auch bald lesen. Und das Cover finde ich auch cool. Es ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber es sieht cool aus. Die Geschichte klingt auch so genial. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 13,95 €. Ist ein Mystery Thriller und erscheint im Voodoo Press Verlag. Wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen. Dann ein Buch, das sich auch richtig genau anhört und bei dem ich das Cover so richtig feiere. Von diesem Autor habe ich bereits ein Buch gelesen, das mir nicht ganz so gut gefallen hat. Nämlich geht es um Der Opiummörder von David Morrell. Ich finde das Cover mega genial. Also seht es euch an, es sieht mega genial aus. Richtig genial. Und die Geschichte klingt einfach nur so mega geil. Also es klingt mega genial. Und vor allem das Cover einfach. Das Cover ist einfach richtig mega geil. Also, wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen, definitiv. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Knauer Verlag und ist ein Kriminalroman. Und das ist mal so ein Cover, das nicht 0815 wie ein Krimi aussieht. Würdet ihr hinter diesem Buch einen Krimi vermuten, wenn das nicht draufstehen würde? Ich nicht. Es sieht nicht nach Krimi aus. Ganz einfach. Es ist kein 0815 Cover für ein Krimi. Dann kommt als nächstes der erste Teil einer Trilogie, bei denen auch schon feststeht, wann die anderen beiden erscheinen. Und das hört sich auf jeden Fall auch richtig genial an. Nämlich dreht es sich um Nirgends wirst du sicher sein von Nancy Bush. Ich finde das Cover hat was. Ist der erste Teil einer Trilogie, die anderen beiden sind blau und grün. Ich weiß aber noch nicht genau, worum es geht. Das habe ich mir jetzt nicht so genau durchgelesen. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 €, auch im Knauer Verlag und ist ein Thriller. Dann kommen noch zwei andere Thriller. Nämlich zum einen von einer Autorin, die ich nicht kenne. Nämlich geht es dabei um Messertanz von Katja Bonet. Das Cover hat auch was. Ich finde, das passt mit dem Messer und der Hand. Das soll den Messertanz quasi verdeutlichen, so da, so ungefähr. Und ich mag die Umsetzung sehr gern. Also ich finde, das sieht cool aus. Ich muss mal schauen, worum es geht. Ich habe mich noch nicht informiert bei dem Buch. Aber es könnte etwas für mich sein. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Knauer Verlag und ist ein Thriller. Dann kommt noch ein Buch am 1. Dezember, das sich auch sehr genial anhört. Nämlich Zone 5 von Markus Stromiedl. Und ich finde das Cover auch gelungen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Man kann schon erahnen, in welche Richtung es vielleicht gehen kann mit den Kameras. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 € im Drömer Verlag und ist ein Thriller. Dann hüpfen wir 2 Tage weiter zum 3. Dezember. Hier erscheinen auch 5 Bücher, die bestimmt viele interessieren werden. Und mich und auch einige dabei sind, die mich sehr interessieren. Oder eins auf jeden Fall. Nämlich gleich das erste. Das Buch ist von einer Autorin oder einem Autor, ich weiß gar nicht, ob weiblich oder männlich. Nämlich geht es um Totenblässe von Tony Cavanagh. Das ist ähnlich gehalten wie der erste oder wie das erste Buch. Mit der gleichen Schrift, nur mit anderem Hintergrund. Und ich finde, es sieht nicht ganz so schön aus. Also, naja, ist Geschmackssache, ob man es mag oder nicht. Mir gefällt es jetzt nicht so. Ob ich es lesen werde, weiß ich noch nicht. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Lux Verlag und ist ein Thriller. Dann kommt ein Buch, das jetzt mich weniger interessiert, oder die nächsten 4 Bücher interessieren mich weniger. Das erste davon heißt 3 Männer, Küche, Bad von Christina Günak. Im Cover kann man sagen, es ist schön gestaltet auf jeden Fall. Das, ja.
Aber es ist jetzt auch nichts, was mich interessiert. Ich habe mir da durchgelesen, worum es so geht. Und ja, das Cover passt auf jeden Fall dazu. Das auf jeden Fall. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Lux Verlag und ist ein Roman. In welche Richtung es da genau gehen wird, weiß ich nicht. Das nächste Buch ist ein Buch, was mich auch weniger interessiert. Aber das Cover ist sehr, sehr schön. Nämlich Sorbet-Nächte, Liebe, Liebe zwischendurch von Ellie Cahill. Das Cover ist wirklich schön gemacht, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, die Designer. Aber mich interessiert es nicht. Aber für alle, die es interessiert und die es mögen und die dieses Genre lesen, auf jeden Fall sehenswert. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € auch im Lux Verlag und ist ein Roman. Und wie gesagt, ich vermute eher, es geht so in die Liebesgeschichte Schiene, Liebesgeschichten-Schiene rein. Aber es ist jetzt nur meine Vermutung. Ich habe nicht gelesen, worum es geht. Dann kommt ein Buch aus einem Genre, das ich jetzt öfter dabei habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich dieses Genre ist. Es könnte ja auch ein anderes sein. Bin noch zu unsicher. Nämlich geht es um Der Teufel trägt Kilt von Susanne Enoch. Oder Susan Enoch. Wie man das immer ausspricht, ob deutsch oder amerikanisch. Ich habe keine Ahnung. Und es sieht aus wie ein historischer Roman. Ich vermute, es ist ein historischer Roman. Es könnte aber auch in die Fantasy-Richtung gehen. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich nicht informiert, worum es da geht. Es ist ein Genre, das mich nicht interessiert. Und das Cover finde ich an sich gut gemacht. Also ist für einen historischen Roman oder auch Fantasy, keine Ahnung. Ich tippe jetzt mal mehr auf historischen Roman. Ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön und passt einfach zum Titel. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Lux Verlag und ist ein historischer Roman. Das fünfte Buch, das ich am 3. Dezember habe, ist ein Buch, das mich auch interessiert. Aber ich weiß, glaubt mir, dass das bestimmt viele lesen werden. Nämlich heißt das Buch Das Jahr, in dem wir alles wagen von Lucy Diamond. Das Cover ist sehr schön gemacht. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist wirklich schön gemacht. Und für Fans, die sowas gerne lesen, auf jeden Fall sehenswert. Ich werde es, wie gesagt, nicht lesen. Das Buch erscheint als gebundene Ausgabe sogar. Für 14,99 € im Ink Verlag und ist ein Roman. Es könnte auch so in die Richtung Schicksalsgeschichte, Liebesgeschichte, irgendwie sowas wahrscheinlich gehen, irgendwie in die Richtung. Dann hüpfen wir zum 7. Dezember. Hier erscheinen drei Bücher, die bestimmt viele interessieren werden. Das erste davon ist von einer sehr, sehr bekannten Autorin, die sehr bekannt ist im Thriller-Bereich. Dabei dreht es sich um eine Autorin, die erst jetzt im November ein Buch rausgebracht hat und jetzt nochmal ein Buch rausbringt. Nämlich um Karen Slaughter mit ihrem neuen Buch Pretty Girls. Ich finde das Cover mega genial. Also das Cover ist richtig genial. Die Idee dahinter ist mal etwas, ich sag mal, anders. Man sieht die Silhouetten von zwei Menschen. Von einer Frau und einem Jungen. Oder ein Mädchen und einem Jungen, keine Ahnung. Frau, Mann, was auch immer. Und in diesen Silhouetten ist ein anderes Gesicht enthalten und ich finde das total cool. Das sieht total cool aus. Aber ich glaube, ich werde es nicht lesen. Ich traue mich an die Autorin Karen Slaughter einfach nicht ran. Und ich habe mich auch noch nicht informiert, worum es geht. Das Buch erscheint als gebundene Ausgabe für 19,90 € im HarperCollins Verlag und ist ein Thriller. Das nächste Buch ist ein Buch, das mich jetzt weniger interessiert. Es ist so ein Genre, das ich auch irgendwie lese. Aber mich interessiert das Buch nicht. Aber für Fans und für Leute, die es interessiert, hier kommt das Buch Totensee von Michael Kipler. Und ich finde das Cover nicht so schön, muss ich ehrlich zugeben. Also ich finde es nicht schön. Es passt halt zum Titel mit dem See im Vordergrund, aber da hätte man bestimmt auch noch was Besseres machen können. Aber das tut bestimmt der Geschichte keinen Abbruch. Deswegen habe ich es hier dabei. Für alle, die es interessiert. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 12,99 € im Piper Verlag und ist ein Kriminalroman. Dann noch das letzte Buch am 7. Dezember ist ein Fantasy-Roman diesmal. Nämlich glaube ich, dass das vielleicht schon viele erwarten. Ich glaube, das könnte einige interessieren. Nämlich Age of Iron. Der Krieger ist vermutlich mal der erste Teil einer Reihe oder Trilogie, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das viele interessieren könnte. Ich finde das Cover sehr schön für einen Fantasy-Roman. Mit dem Schwert und dem Schriftzug. Ich mag den Schriftzug total gern. Er erinnert einfach total an Fantasy. Und der Autor heißt Agnes
Watson, ich werde es auf jeden Fall nicht lesen. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 14,99 € im Piper Verlag und ist wie gesagt ein Fantasy Roman. Dann hüpfen wir zum 9. Dezember. Hier erscheint ein Buch von einer Autorin, die sich, glaube ich, auch schon einen guten Platz im Thriller-Bereich verschaffen hat. Ich habe noch nichts von ihr gelesen, nämlich Hilary Norman. Und die hat ein neues Buch geschrieben, das sich Im Auge des Sturms nennt. Das Cover finde ich sehr, sehr genial. Das sieht auf jeden Fall total cool aus. Erinnert halt total an Thriller. Ich mag das Cover auf jeden Fall. Und das Buch erscheint als Taschenbuch für 8,99 € im Basta-Lübbe Verlag und ist ein Thriller. Und dann hüpfen wir noch zum letzten Tag, nämlich dem 10. Dezember. Hier habt ihr noch 11 Bücher, die sich alle mega genial anhören. Und das erste ist aus einem Verlag, den ich auch sehr, sehr mag, der auch Horror schreibt, also Horror verlegt. Und von einem Autor, von dem ich aber noch nichts gelesen habe, nämlich von Greg F. Giffoon. Giffoon, wenn man den mal ausspricht. Finstere Nacht. Und ich finde das Cover genial. Ich finde das Cover richtig genial. Da ist so ein Geist, ich glaube, das soll eine Geistergeschichte sein, kann ich mir vorstellen. Und ein Haus und Schnee und. Ah, ich mag es. Ich mag es haben. Ich mag es jetzt sofort haben. Jetzt sofort. Das Buch erscheint als brochierte Ausgabe für 14,95 € im Lucifer Verlag und ist ein Thriller-Horror-Roman. Dann kommt ein Buch, bei dem ich glaube, dass es auch einige lesen werden. Also ich kann mir es vorstellen, auch wenn das Cover nicht ganz so besonders ist, sage ich mal. Aber es hört sich sehr, sehr genial an. Und auch der Titel schon. Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Und der Titel heißt Zusammen werden wir leuchten. Von Lisa Williamson. Und das Cover ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schön. Es hat auf jeden Fall irgendetwas. Ist halt Geschmackssache, ob man das jetzt mag oder nicht. Ich finde es schön gemacht, auf jeden Fall. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 12,99 € im Fischer Verlag und ist ein Jugendbuch. Dann kommt der erste Teil einer neuen Reihe oder Trilogie. Ich weiß es nicht, wie viel es davon geben wird. Ich habe bisher aber auch nur den zweiten Teil entdeckt. Vielleicht ist es auch nur eine Dilogie. Keine Ahnung. Ein Fantasy-Roman, Die unsichtbare Bibliothek von Genevieve Cookman. Das Cover finde ich eigentlich recht cool. Das hat auf jeden Fall was. Es sieht einfach aus wie Fantasy, aber mit dem fliegenden Buch und es sieht einfach total schön aus. Es hat auf jeden Fall was. Ich mag es. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 € im Bastelübe Verlag und ist wie gesagt ein Fantasy-Roman. Dann kommen wir nochmal zu einem Fantasy-Roman, der sich sehr genial anhört, den ich auch auf der Wunschliste habe. Nämlich Der Club der Toten Monster von Larry Correia. Ich glaube, das müsste der zweite Teil sein. Auch die Monster, die ich rief, hat auf jeden Fall auch so ein ähnliches Cover. Und ich feiere das Cover total. Das sieht so total cool aus. Ich mag die Farbe und es sieht einfach total cool aus. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 14,99 € im Bastelübbe Verlag und ist wie gesagt ein Fantasy-Roman. Dann kommt nochmal ein Fantasy-Roman. Das ist der dritte Teil einer Reihe und ich glaube auch der abschließende, wenn ich mich nicht recht täusche. Nämlich heißt der Order of Darkness von Philippa Gregory, nämlich Schatzwächter. Das Cover ist gleich gehalten wie die anderen zwei Teile vorher. Das habe ich mir angesehen und die sehen auch so aus. Irgendwie hat das Cover auf jeden Fall was. Es sieht schön aus. Ganz schlicht. Aber trotzdem irgendwie schön. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Aber ich werde es nicht lesen. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 8,99 € im Fischer Verlag und ist wie gesagt ein Fantasy-Roman. Das nächste Buch ist auch von einer bekannten Autorin, die auch bestimmt schon jeder Thriller-Fan kennt oder Krimi-Fan kennt. Ich habe noch nichts von ihr gelesen und ich werde auch, glaube ich, nie etwas von ihr lesen, weil mich die Bücher einfach nicht interessieren. Die Rede ist von Linda Castillo mit ihrem neuen Buch Eiskaltes Vergessen. Das Cover ist ganz schlicht gehalten mit Bergen und Schnee. Mich sprechen die Bücher einfach nicht an. Ich kann mir nicht helfen, aber sie sprechen mich so null an. Null. Gar nicht. Überhaupt nicht. Kein Buch von Linda Castillo spricht mich an. Sie kann, soll, glaube ich, sehr gut schreiben, soweit ich weiß und soweit ich gehört habe. Aber mich spricht keines ihrer Bücher an, aber sogar keins. Aber auf jeden Fall für Fans von Linda Castillo, jetzt wisst ihr, dass noch ein Buch von ihr kommt. Nämlich als broschierte Ausgabe für 9,99 € im Mira Taschenbuch Verlag und ist ein Roman. Wobei ich eher in die Richtung Thriller, Krimi gehen würde. Dann kommt ein Buch, das ich sehr genial anhört, das ich bestimmt auf meine Wunschliste setzen werde. Nämlich Tage der Furcht von Roxane Gay. Das Cover finde ich cool, das hat auf jeden Fall was, sieht auf jeden Fall gut aus.
Ich glaube auch, dass ich dazu schon die Inhaltsangabe gelesen habe und die sich sehr genial angehört hat. Aber auf jeden Fall wird es auf meiner Wunschliste landen und irgendwann mal gelesen. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 8,99 € im Bastelöbe Verlag und ist ein Thriller. Dann kommen noch drei Bücher, die ich für euch habe. Das erste davon ist auch ein historischer Roman wieder, nämlich Die Frau des Teehändlers von Dana Jefferies. Das Cover ist sehr schön gemacht. Also wieder für einen historischen Roman sehr schön, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen oder kann ich auch nicht sagen, weil ich diese Genre einfach nicht lese. Und das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 € im Bastelöbe Verlag und ist wie gesagt ein historischer Roman. Dann kommt der dritte Teil einer Reihe, die auch schon sehr viele gelesen haben, nämlich Derringham Hall von Catherine Taylor, Die Rückkehr. Das ist der dritte Teil der Derringham-Reihe. Das glaube ich sind mehrere Bücher. Vier oder so, glaube ich. Vier, fünf. Vier, glaube ich, sind. Wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche, komme ich jetzt total irren. Ich weiß, dass die Reihe sehr viele Fans hat und dass sie viele gelesen haben. Ich weiß, dass, glaube ich, Paddy sie gelesen hat. Die ersten beiden. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon, dass ich die bei ihr gesehen habe. Kann mich auch irren. Nagelt mich nicht darauf fest. Ich habe keine Ahnung. Paddy, falls du das jetzt siehst. Was das du mit Derringham Hall? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Das Buch erscheint als Taschenbuch für 9,99 € im Bastelöbe Verlag und ist ein Roman. Dann kommen wir schon zum letzten Buch für diesen Teil. Dann habt ihr es wieder geschafft. Das ist ein Buch, das sich sehr genau anhört und ich glaube, das werden auch viele lesen. Nämlich Die Traumweberin von Ben Bennett. Das Cover ist sehr, sehr schön gemacht. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich weiß jetzt nicht, in welche Genre es genau gehört. Es ist als Roman gekennzeichnet, aber ich habe keine Ahnung, in welche Genre es dann genau reinrutscht. Das Buch erscheint als broschierte Ausgabe für 9,99 € im Mira Taschenbuchverlag und ist ein Roman. Das war's. Jetzt habt ihr den ersten Teil schon mal überstanden mit 25 Büchern. Ich kann euch versprechen, in den anderen beiden wird es wieder weniger. Und war da jetzt wieder ein Buch für euch dabei, das ihr vielleicht kaufen werdet? Oder welches davon werdet ihr sicher kaufen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und welche Bücher von manchen Autoren habt ihr schon gelesen? Von Karen Slaughter, von Linda Castillo, Ronald Melfi und wie sie alle geheißen haben gerade. Welche Bücher davon habt ihr schon gelesen? Schreibt mir das in die Kommentare, würde mich interessieren und ob da jetzt ein Buch für euch dabei war, das ihr jetzt auf eurer Wunschliste landet und ihr euch dann auch kaufen werdet. Würde mich auch sehr interessieren. Dann könnt ihr da oben bei dem kleinen i meine letzten zwei Videos schauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Von Nancy Bush. Bush. Und zwar dreht es sich um, nirgends wirst du sicher sein, nämlich dreht es sich um die Autorin. Das nächste Buch. Nein. Da. Das sich im Auge des Sturmes. Dann kommt. Dann kommt der erste Teil einer Reihe Thriller-Logie. Das ist der. Ich spreche die Bü. Und ich glaube auch, dass ich dazu schon. Es ist also mein Bezeichnung. Es ist.